Hallo, Age of Wonders 4 kommt. Eine Mischung von Civilization und von Heroes of Might and Magic. Am 2. Mai 2023, so wird es soweit sein. Ich habe eine Vorabversion spielen können. Ihr seid bei WB, bei Writing Bull. Das, was ihr im Hintergrund seht, erste Gameplay-Szenen und Screenshots, das ist Material, das die Entwickler mir zur Verfügung gestellt haben. Noch konnte ich nicht selber aufzeichnen. Aber spätestens rund ums Release wird es dann Preview-Streams bei mir auf Twitch geben und jede Menge Videos hier auf YouTube. Das Spiel erscheint für den PC, für die PlayStation 5 und für die Xbox Series X und S. Es gibt eine solche oberirdische Welt, auf der wir uns rundenbasiert bewegen. Anfangs ist fast alles in ein Fog of War getaucht. Ihr startet mit einer Thronstadt, einem einzelnen Herrscher und dessen Stadtarmee. Der Herrscher zieht selber über die Karte auch hinweg, sammelt Erfahrungspunkte, skillt sich auf. Auf der Welt selber gibt es immer wieder Möglichkeiten für Rundentaktikkämpfe. Die könnt ihr entweder auswürfeln oder manuell austragen. Das Ganze ist rundenbasiert, falls ihr die Age of Wonders Reihe bereits kennt. Die hat ja große Tradition, dann erlebt ihr ja keine sehr großen Überraschungen. Das Kampfsystem ist sehr ähnlich wie bei den vorigen Teilen. Es gibt auch wieder eine unterirdische Welt als eine extra Ebene, durch die man über wenige Portale runterkommen kann und wo man dann auch solche Rundentaktikkämpfe durchführen kann. Und es gibt natürlich Forschung, es gibt Zaubersprüche, mit denen man beginnt, und Bücher, die man hat, Affinitäten, die man freischaltet. Dazu nachher mehr Details und einen detaillierten Fraktionsbaukasten, bei dem ihr bei der Start der Partie euer individuelles Spielerlebnis zusammenklicken könnt. Das heißt, ihr könnt euren Anführer, die Hintergrundgeschichte der Fraktion, vieles andere modular zusammensetzen. Dadurch gibt es einen sehr hohen Wiederspielwert und ihr habt auch für die Zufallskarten, auf denen ihr spielt, viel mehr Einstellmöglichkeiten als üblich bei solchen 4X-Strategiespielen. Das heißt, es könnte gut sein, dass der Wiederspielwert und die Spieldauer, die ihr mit dem Spiel verbringt, eine epische sein wird. Genauso episch, wie diese Welt auch inszeniert ist, in einer Comic-Grafik, die sehr gut lesbar ist und die trotzdem, obwohl comichaft und gut lesbar, sehr detailliert ist. Auch das Interface sieht wirklich gut aus, da steckt eine Menge Geld dahinter. Das Entwicklerstudio Triumph Studios ist ja irgendwann von Paradox aufgekauft worden und mit Geld haben die ein Level-Up bekommen. Das merkt man an vielen Details, auch daran, dass es zum Beispiel viele Events gibt, stapelbare Tooltips, viele Spielmechaniken oder Spielprinzipien, die mittlerweile bei den Paradox-Titeln ja auch üblich sind. Das Spiel erscheint am 2. Mai. Am 2. Mai 2023 für PC und für diese Konsolenversionen für diese Konsolentypen in zwei verschiedenen Editionen. Zum einen könnt ihr den Steam Key selber kaufen und dann gibt es noch eine sogenannte Premium Edition, die beinhaltet eine ganze Reihe von zwei kleinere Content Packs und zwei große klassische, schön altmodische Add-ons. Dafür gibt es schon eine Roadmap. Der Entwickler, spätestens bis zum zweiten Quartal 2024, sollen alle diese Zusatzinhalte, die der Season Pass umfasst, dann auch erschienen sein. Ich empfehle für den Kauf, auch sonst, aber in diesem Fall erst recht, GamesPlanet. Auf den Links hier drunter in der Textbeschreibung auf YouTube sind die GamesPlanet-Seiten für beide Versionen verlinkt. Da könnt ihr auch im Detail nachschauen, wie die Premium Edition aussieht. Und ich habe einen Community-Gutscheincode, mit dem ihr das Spiel ein bisschen billiger bekommen könnt, wenn ihr das einlöst innerhalb der dort angezeigten Frist und über den Link, den es dort gibt. Achtung, Publisher Paradox hat bei Victoria 3, bei einem der letzten Titel, demonstriert, dass man sehr wohl bereit ist, gegen den grauen Markt vorzugehen. Das heißt, gegenüber den Spieleshops, die kein autorisierter Vertragspartner sind, wie GamesPlanet, sondern die Spiele-Keys auf alle möglichen abwegigen Weisen sich verschaffen und dann weiterverkaufen. Ihr werdet reichlich Angebote finden im Internet, in denen das Spiel noch billiger ist. Aber Achtung! Paradox hat bei Victoria 3 eine ganze Reihe von Steam Keys, die man dort gekauft hat, im Nachhinein gesperrt, gelöscht, Geld war futsch, bittere Erfahrung. Deshalb empfehle ich nicht nur in diesem Fall, aber jetzt erst recht den Kauf über solche Vertragspartner wie GamesPlanet beispielsweise. Ihr bekommt das Spiel billiger, ich verdiene mit und ihr wisst, das Steam Key bleibt euch auch erhalten. Im Detail zu verschiedenen Fraktionen. Es gibt zu Beginn einen Fraktionsbaukasten. Da könnt ihr halt das Spiel euch zusammenklicken. Ihr
habe ich eben schon erzählt. Also es gibt, ihr könnt bei den Fraktionen einstellen, den Volkstyp, mit dem ihr beginnen wollt. Zum Beispiel Menschen oder Zwerge, Elfen, Kröten, Ratten oder andere Gestalten, die es gibt. Und die haben jeweils zwei Volkseigenschaften, die damit verbunden sind. Dann könnt ihr einstellen, die Kultur, sind das Barbaren, sind die eher industriell geprägt, feudal, landwirtschaftlich. Auch den Hintergrund, ob das eher eine Dark-Fantasy oder eine High-Fantasy-Kultur ist beispielsweise, ob sie mystisch begabt sind und so weiter. Und dadurch bekommen die Kulturen spezielle Bonusse und Zugang zu einer oder zwei sogenannten Affinitäten. Das ist ein spezielles Prinzip, durch das im Laufe der Zeit durch Affinitätspunkte immer mehr Fortschritte erzielt werden. Das erkläre ich euch nachher noch etwas mehr im Detail. Das wird hier auch schon mal vorgeprägt. Ihr könnt beim Gesellschaftsmodul einstellen, zwei Sozialeigenschaften für eure Fraktion, die ihr haben wollt. Das heißt, ihr textet die Hintergrundgeschichte eurer Fraktion. Nächster Punkt, die Zauberrichtung, welche Art von Magie ihr walten möchtet. Damit bekommt ihr euer erstes Zauberbuch. Es gibt eine große Auswahl von Zauberbüchern, die einem zur Verfügung stehen. Und der Stadtzauberbuch sind eines von denen, die ihr im Hintergrund habt. Und daran gekoppelt, ihr seht es hier, ist ein bestimmtes Set von Zaubersprüchen, die zu Beginn zur Erforschung zur Verfügung stehen. Ihr habt sie erstmal nicht, ihr müsst sie dann erforschen. Auch dazu nachher noch weitere Infos. Und im Fraktionsbaukasten bestimmt ihr noch die Herkunft eures Anführers. Also was der persönlich für einen Hintergrund hat, ob der eher magisch oder eher weltlich begabt ist und so weiter. Dann kommt die Kartengenerierung. Auch da könnt ihr halt auf vielfältige Art und Weise auch verschieden schwierige Karten euch zusammenklicken. Da geht es zum Beispiel dazu, welche Arten von Gegnern auftauchen, welche Fraktionen euch begegnen können. Es geht darum, ob die Karten groß, ob sie klein sind, ob sie gut zu besiedelbar sind oder ob sie schlecht zu besiedeln sind. Und es gibt auch solche Möglichkeiten, ob es da, wie viele von besonderen Merkmalen auf der Karten sind. Das betrifft zum Beispiel die alten Weltwunder. Auch dazu nachher mehr und andere Geschichten. Wiederspielwert durch die Kombination von hochgradig individualisierbaren Fraktionen und hochgradig individuell einstellbaren Zufallskartenskripts wahrscheinlich recht hoch. Tutorial, Enzyklopädie, Tooltips, Spiel ist sehr gut erklärt. Das ist wirklich eine sehr feine Sache. Man merkt sofort, da ist halt Geld drin und die Erfahrung von Paradox mittlerweile. Das heißt, es gibt ein Tutorial, das man spielen kann, wo Texte aufploppen, die einen gut an die Hand nehmen und die wichtigsten Spielmechaniken extrem kompakt erklären. Sehr gut lesbar, schön bebildert, feine Geschichte. Es gibt eine Enzyklopädie, das heißt ein Ingame-Lexikon. Dort könnt ihr alle möglichen Dinge nachschlagen in verschiedenen Kategorien und euch nochmal Informationen holen. Und es gibt stapelbare Tooltips. Das heißt, auf solchen, hier beispielsweise, wenn ihr mit der Maus rübergeht auf eine bestimmte Ressource, auf ein Symbol, auf eine Einheit, dann ploppen Tooltips auf, die wiederum Links haben. Und rund um diese Links, wenn ihr auf den Tooltip drauf geht und auf einen solchen weiteren Link klickt, taucht ein weiterer dann auf, sind übereinander dann stapelbar und ihr könnt viele zusätzliche Infos euch dann anzeigen lassen. Ein System, das gut bedienbar ist, das auch nicht fummelig ist und das auf mich einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Jetzt ist die Frage, was finden wir denn alles in der Welt an Gegenständen und an Plätzen? Also, die Welt ist unterteilt in sogenannte Provinzen. Das heißt, das, was ihr hier seht, sind zum einen Hexfelder, aber zum anderen gibt jeweils so ein Bündel von Hexfeldern eine Provinz. Die Provinzen sind relativ klein. Eure Startstadt hat zum Beispiel eine Provinz und weil es dort einen Bürger gibt, schon mal ein anderes Gebiet, eine Provinz daneben, die zur Startstadt auch dazugehört. Verteilt sind auf der Karte auch Bonusressourcen. Hier im Bild zu sehen, zum Beispiel direkt hinter meinem Kopf, eine Goldmine auf meiner rechten Seite, von euch aus gesehen, auf der linken Seite ein Mana-Vorkommen. Auch hier seht ihr nicht nur diese Bonusressourcen, die in der Regel bewacht werden von Einheitenstacks, von barbarischen neutralen Einheiten. Die müsst ihr es wegräumen mit einer eurer Armeen, damit ihr diese Bonusorte nutzen könnt. Und zusätzlich gibt es noch kleinere Stapeln, einmalige Sachen von Ressourcen, die man auflesen kann, die in der Regel nicht bewacht sind. Ihr zieht mit einer Armee drauf, habt dann meinetwegen 10 Produktion, 20 Nahrung, 10 Mana, die ihr dann sofort bekommt und die euch dann sofort zur Verfügung stehen.
Außerdem gibt es auf der Karte noch sogenannte alte Wunder. Das sind Plätze mit einzigartigen Bonussen und mit einem Event, mit einem Abenteuer, das ihr dort erleben könnt. Ihr müsst eine Armee reinziehen, an Möglichkeit keine allzu schwache Armee. Habt dann wie bei einem Event verschiedene Auswahloptionen, Ereignisse, die geschehen und könnt auch dieses Abenteuer erleben und hoffentlich auch bestehen. Ist danach ein solches altes Wunder, das steht ja auch auf einer Provinz, ist diese Provinz dann angegliedert an eine eurer Städte, dann entstehen dort besonders wertvolle Ressourcen für euch. Es ist sehr attraktiv, ein solches Weltwunder zu besitzen. Oft kann man dann bestimmte spezielle Einheiten rekrutieren und andere Sachen machen. So, wie erweitern wir unsere Städte? Wie funktioniert das Ganze? Ich zeige es euch mal im Detail. Das ist das Provinzsystem. Startstadt in der Mitte, das ist die sogenannte Thronstadt. Ihr habt den Herrscher zu Beginn, ihr habt die Thronstadt zu Beginn. Falls der Herrscher im Kampf stirbt, wird er in der Thronstadt wiederbelebt. Ist die Thronstadt weg, dann solltet ihr mit dem Herrscher zurückerobern, denn ist er tot, dann kommt er nicht zurück. Ist der Herrscher allerdings weg und die Thronstadt da, dauert es eine Weile, dann könnt ihr im Prinzip wieder weiterspielen. Ihr könnt außerdem später noch Außenposten gründen und aus den Außenposten später Städte machen. Der entscheidende Mechanismus hier im Spiel rund um diese Städte sind zum einen die Bauprojekte, hier ganz schön zu sehen im Hintergrund. Es gibt zwei Arten von Bauprojekten, zum einen Gebäude, zum anderen Einheiten. Beide Sachen könnt ihr parallel produzieren. Ihr habt immer einen Bauslot für ein Gebäude, einen Bauslot für Einheiten und die Ressourcen, die ihr dafür aufbringt, sind verschiedene. Das heißt, militärische Mannstärke, Einberufungspunkte gibt ihr aus für die Rekrutierung von Einheiten und klassische Produktion, das ist das Hammer-Symbol links oben, für die Produktion von Gebäuden. Außerdem müsst ihr jeweils einmalig einen Goldbetrag ausgeben, damit dieser Bau oder diese Rekrutierung initialisiert, also eingeleitet wird. Es gibt auch eine Bauschlange. Innerhalb der Bauschlange könnt ihr Einheiten und Gebäude auch noch hin- und zurückschieben. Entsteht ein Überhang an Produktion, weil ein Bauprojekt gar nicht mehr so teuer war. Dann wird er mitgenommen ins nächste Bauprojekt. Gilt für beide Kategorien. Dann seht ihr oben noch eine Anzeige für Nahrung, auch eine sehr wichtige Geschichte, denn es gilt. Jede neue Bürger, der in eurer Stadt entsteht, gibt euch die Möglichkeit, eine weitere Provinz hinzuzuholen zu eurer Stadt. Das heißt, gelb ist die Stadt in der Mitte, grün sind die Provinzen drumherum. Habt ihr einen neuen Bürger, klickt ihr eine dieser Provinzen an, holt sie euch dazu und bestimmt außerdem auch, welches Gebäude dort gebaut wird. Das ist eine andere Art von Gebäude, also die in den Bauschlangen entstehen. Das ist quasi ein gratis Gebäude. Das habt ihr sofort, das müsst ihr auch setzen und damit gewinnt ihr die Provinzhalte dazu. Je nach Provinztyp verstehen euch verschiedene Arten von Provinzverbesserung, so ist der Begriff hier, zur Verfügung. Zum Beispiel eine Farm oder ein Sägewerk, ein Steinbruch, falls ein Gold oder ein Einkommen oder ein Eisenvorkommen ist, könnt ihr eine Mine setzen und so weiter. Bestimmte dieser Provinzen haben Bonusse drauf. Wie gesagt, bewacht von Einheiten erstmal räumen, ansonsten könnt ihr diese Provinz nicht hinzufügen. Wenn ihr eine Provinz habt mit einem solchen Bonus, gibt sie halt extra Erträge und auch einzigartige Provinzverbesserungen können darauf platziert werden. Die sind allerdings nicht immer eure erste Wahl. Ihr könnt auch Standardprovinzverbesserungen dorthin setzen, denn der Bonus, den zum Beispiel eine Goldmine gibt, 10 oder 15 mehr an Gold, bekommt die Provinz auf jeden Fall, egal welche Provinzverbesserung ihr draufsetzt. Ob Sägewerk, Steinbruch, Farm, was auch immer dort geht, oder diese Goldmine, die Verbesserung ist auf jeden Fall da. Falls ihr dagegen sagt, ich habe ein totales Goldmalus gerade, da könnt ihr dort halt gezielt eine Goldmine setzen, dann bekommt ihr nur Gold dort und wäre es eine Farm gewesen, bekommt ihr den Goldbonus durch das Goldvorkommen, zusätzlich Nahrung, es ist ein Sägewerk, habt ihr Nahrung und Produktion, es ist ein Steinbruch, habt ihr Produktion und jedes Mal noch das Gold extra. Ja. Das Ganze ist auch eine durchaus tricky Geschichte, dass man sich überlegt, welches Gebäude baue ich, weil, wenn ihr nochmal mit mir in die Bauschlange reingucken möchtet, ihr seht da, fertiges Spiel wird auf Deutsch sein, die Version ist noch auf Englisch, seht ihr im Hintergrund jeweils, da steht Boosted.
Ja? Das heißt, wenn ihr eine bestimmte Anzahl von Provinzverbesserungen errichtet habt, dann sind die Baukosten für bestimmte Gebäude drastisch gesenkt, um etwa ein Drittel. Habt ihr eine Farm gebaut, könnt ihr bestimmte Nahrungsgebäude billiger bauen. Habt ihr zweimal eine Farm als Provinzverbesserung oder zwei Steinbrüche, könnt ihr an andere Gebäude wiederum preiswerter bauen. Und je aufwendiger diese Gebäude sind, die haben auch ihre eigenen Bäume, also bauen aufeinander auf und haben Bauvoraussetzungen innerhalb eines Zweiges. Je weiter man hochgeht in der Stufe des Gebäudes, desto mehr Provinzverbesserung braucht man, um diese Gebäude preiswerter bauen zu können. Darauf kann man gucken bei der Auswahl der Provinzverbesserung. Eine Möglichkeit ist das auch schön zu puzzeln, sich schon mal zu überlegen, was werde ich in 4, in 5, in 6 Runden haben und welche Provinzverbesserung hole ich mir dazu. Nochmal zum Thema Nahrung. Die Bürger verbrauchen jeweils 3 Nahrungspunkte pro Runde. Und außerdem gewinnt ihr halt Nahrung durch die Gebäude in den Städten und die Provinzverbesserung der angeschlossenen Provinzen. Es kann eine gute Strategie sein, anfangs massiv auf Nahrung zu gehen, damit ihr viele neue Provinzverbesserungen in neuen Provinzen bauen könnt. Es kann auch eine Strategie sein, mehr in die Produktion zu gehen, damit die Gebäude schneller freigeschaltet werden und dann später halt entsprechend auch Nahrungsgebäude gebaut werden können. Eure Sachen, wie ihr das macht, eure Art und Weise, wie ihr spielen wollt, eure Strategie, die ihr finden könnt. Ja, Einheiten brauchen einen ründlichen Unterhalt an Gold. Wir können uns gerne, wenn ihr mögt, auch die verschiedenen Ressourcentypen hier nochmal anschauen. Ganz oben zu sehen, ganz oben links, da ist ein Wert 60, der dort steht. Daneben ein Wert, also ein Kronensymbol. Und daneben sind noch weitere Ressourcen. Die wichtigste Ressource dabei ist, finde ich, im Spiel eine Allrounder-Ressource. Das ist das sogenannte Imperium. Die zweite Ressource oben links mit der Krone, das ist eine virtuelle Ressource. Eine Allrounder-Ressource, mit der ihr unfassbare viele Dinge im Spiel machen kann. Ihr habt eine gewisse Quelle zum Start, 30 Imperiumspunkte zum Start in der Regel und könnt im Laufe der Entwicklung, wenn eure Startstadt größer ist, dort und nur dort einen Zaubererturm bauen. Teuer im Bau, man baut doch erstmal nur ein Fundament, dann einen Turm drauf, man kann Module bauen noch dazu, der wächst allmählich an und alle diese Module schalten weitere Imperiumsressourcen pro Runde frei. Mit diesen Imperiumspunkten könnt ihr zum Beispiel die Außenposten, die ihr nachher auf der Stadt gründet, aufleveln zu Städte. Das ist ein sehr hoher Betrag, der dort an Imperiumskosten einmalig fällig wird. Ihr könnt auch in euren Städten viele Dinge beschleunigen. Ihr seht zum Beispiel hier, dass ihr den nächsten Bevölkerungsschritt boosten könnt. Also ihr könnt sagen, ich will jetzt nicht warten, bis in 4, 5 Runden der nächste Bürger da ist, sondern ich gebe einmalig einen Imperiumspunkte-Spritzer aus, damit ich sofort einen Bürger mehr habe und eine weitere Provinz hinzufüge zu meiner Stadt. Ihr könnt das auch ausgeben, beispielsweise diese Imperiumspunkte, um eure Beziehung zu verbessern zu neutralen Städten. Das ist das nächste, was ich euch erzählen möchte. Eine andere Möglichkeit, übrigens bestimmte Sachen zu beschleunigen im Bau, ist auch hier das Ausgeben von Geld. Das heißt, ihr braucht etwas Geld, um ein Gebäude zu bauen in der Stadt. Ihr könnt den Bau allerdings auch sofort durchführen, indem ihr einen sehr hohen Geldbetrag ausgebt, dann ist das Gebäude sofort da. Zu den neutralen Städten nochmal. Die sind überall hier auf der Karte verteilt. Das sind quasi wie die Stadtstaaten bei Civilization. Das sind eigenständige kleine Fraktionen, mit denen ihr rudimentär Diplomatie betreiben könnt, die selber auch nicht expandieren, die euch freundlich oder unfreundlich begegnen, je nachdem auch teilweise zu welchem Volk, zu welcher Rasse ihr gehört und ob ihr euch eher gut oder schlecht entwickelt habt. Es gibt zwei Moralpole im Spiel, gut oder böse. Bei der Fraktionsgenerierung ist man schon in der einen oder auf der anderen Seite. Und dadurch, wie man sich verhält, wird man auch beispielsweise immer moralisch mehr gut im Spiel oder moralisch mehr böse. Ist man moralisch mehr böse, ist es für einen einfacher, bestimmte diplomatische Aktionen durchzuführen, bei der Eroberung, der Einnahme von Städten. Und wenn man eher moralisch gut ist, hilft einem das beispielsweise daran, diese neutralen Stadtstaaten sich mit denen gut zu stellen, die Beziehung zu verbessern und sie eventuell dem eigenen Reich hinzuzufügen im Laufe der Zeit. Denn bei den Stadtstaaten entsteht allmählich Runde für Runde, levelt ihr die Beziehungen auf.
Und immer dann, wenn ihr eine neue Stufe erreicht habt, habt ihr halt eine neue Art von Pakt mit denen. Allmählich werden die eure Vasallen. Der Vasallenstatus verbessert sich, erhöht sich auch dann allmählich. Und ein Teil ihrer ründlichen Einnahmen an Gold beispielsweise landet dann schließlich automatisch in eurer Staatskasse. Das kann eine gute Einnahmequelle für euch sein. Ihr habt auch die Möglichkeit, relativ am Ende der Entwicklung, der Verbesserung der Beziehung, einen Betrag an Imperiumspunkten auszugeben, damit dieser Stadtstaat euch komplett gehört, also eure eigene Stadt. Da habt ihr alle Einnahmen, da könnt ihr selber die Bauprojekte durchführen. Das ist eine Stadt wie jede andere, die ihr habt. Das ist allerdings nicht immer und unbedingt der beste Weg, wie ihr agieren könnt. Denn die Anzahl der Städte, die man setzen kann auf der Welt, ist limitiert. Man kann über dieses Limit hinaus Städte errichten, man sollte sich das allerdings gut überlegen. Jetzt zeige ich das nochmal hier. Ihr seht oben im Spiel, oben links im Menü, die vierte Anzeige von links, da steht in weiß 1 von 3. Das heißt, wir haben eine Stadt, mit der wir begonnen haben, und unser Stadtlimit zu Beginn liegt bei 3 Punkten. Baut man eine vierte Stadt oder gewinnt man eine vierte dazu, hat man zum Beispiel einen Stadtstaat nicht nur vasalliert, sondern schließlich dem eigenen Reich hinzufügt, dann sind alle Städte, auch die, die ihr schon habt, die neue auch, weniger leistungsfähig. Das heißt, ihr bekommt deftige Abschläge auf die Ressourcen, die die generieren. Das sollte man sich gut überlegen. Das Stadtlimit kann im Laufe der Partie durch Forschung, durch Ausbau bis auf in der Regel 7 Punkte hochgehen. Es gibt allerdings auch bestimmte Spezialisierungen der Fraktionen, durch die ihr vielleicht nur ein kleines bisschen weiter hochgehen könnt. Die Überlegung, welche Stadt will ich wo haben, ist eine wichtige, eine zentrale im Spiel. Ihr betreibt Erkundung mit Einheiten. Ihr könnt zum Beispiel auch Späher rekrutieren, kampfschwache Einheiten, die ihr solo vielleicht über die Karte losschickt, die ihr dann spezialisieren könnt, dass sie noch eine höhere Sicht haben, als sie ohnehin haben. Die sind wieselflink. Dadurch könnt ihr viel von der Karte aufsetzen. Ihr könnt Einheitenverbesserungen übrigens freischalten durch Zauber. Erkläre ich euch gleich noch. Beim Städtelimit ist es also wirklich wichtig zu gucken, wo will ich welche Stadt haben? Welchen Stadtstaat will ich vielleicht lieber nur als Vasall haben? Und wo platziere ich dann meine weiteren Städte? Erste Stufe der Stadtplatzierung sind die sogenannten Außenposten. Das heißt, ihr klickt eine der Provinzen an und sagt dann Außenposten gründen. Dafür braucht ihr einen kleinen Betrag von Ressourcen. Das ist wie im Urlaub, auf Malle oder woanders. Ihr werft ein Handtuch über den Liegestuhl und sagt, diese Provinz gehört jetzt erstmal mir. Ein anderes Reich, eine große Fraktion, auf die ihr trefft, kann natürlich dort reingehen in den Außenposten und kann den auch zerstören. Aber das ist halt, das verschlimmert halt extrem die Beziehung. Habt ihr halt Zoff mit denen und einen Kampf, und das werden sich die Fraktionen in der Regel überlegen und einen solchen Konflikt nicht ohne Not durchführen. Ihr klämt eine solche Provinz und später könnt ihr dann daraus auch eine Stadt machen. Dafür braucht ihr einen großen Imperiumsboost oder an Imperiumspunkten, oder er sagt, ich behalte diesen Außenposten, setze aber erstmal mache ein paar andere Baumaßnahmen, die nur in Außenposten gehen, und spezialisiere den in bestimmte Richtungen, dass der bestimmte Ressourcen für euch abwirft. Falls ihr später diesen Außenposten dann noch umwandelt in eine Stadt, gereicht euch das nicht zum Nachteil, wenn ihr den Außenposten vorher schon ein bisschen ausgebaut habt. Ihr habt dann zum Beispiel entsprechend zum Start mehr Bürger oder mehr Gratisprovinzen, die ihr hinzufügen könnt und so weiter. So, nächster Schritt, die Events spielen eine große Rolle hier, ist ein bisschen hinzugefügt auch hier durch die paradoxe Erfahrung, die es hier gibt. Es ploppen immer wieder halt solche Events in der Welt auf. Und diese Events haben halt, ja, da stehen halt bestimmte Möglichkeiten zur Auswahl bei den Stadtstaaten zum Beispiel, wie ihr euch verhalten könnt. Die klopfen an und sagen, wir hätten gerne zum Beispiel, wir hätten gerne, dass ihr uns gratis einen Teil eurer Forschung rübergibt. Da könnt ihr jetzt zu antworten, als Beispiel, ja, auf jeden Fall, dicker Boost an Zuwachs an diplomatischen Beziehungen. Oder ihr könnt sagen, ja, aber ich will dafür Geld jede Runde sehen. Ihr verkauft Forschungspunkte gegen Geld. Ein bisschen besser steht er dann auch. Beziehungen verbessern sich schneller, aber nicht ganz so sehr. Oder ihr könnt sagen, nein, danke, mein Wissen mit Zaubern kann nur ich gut umgehen.
dann dauert es halt ein bisschen länger, bis der Stadtstaat sich unterwirft oder euch dienen möchte. Und solche Events gibt es vielfältig im Spiel. Es gibt eine Fülle von Möglichkeiten, dadurch auch einen individualisierten Partieverlauf zu haben. Das ist sehr schön umgesetzt und auch sehr übersichtlich gemacht. Man wird nach meinem ersten Eindruck nicht zugespammt mit einer Flut von Events, aber es sind auch nicht so wenige, dass das Spiel einförmig wäre. Das ist ganz gut gelöst. Eine andere Sache, die noch wichtig ist im Spiel, das sind die sogenannten Helden. Das sind überstarke Einheiten, eher ähnlich wie der König oder wie die Königin, wie der Herrscher, mit dem ihr beginnt. Jede weitere Stadt, die ihr habt, gibt euch einen weiteren Helden. Und so könnt ihr allmählich eure Armeen halt auch aufleveln, indem ihr dazu einen Held hinzufügt. Die Armeen sind auch nicht endlos groß. Bis zu 6 Einheiten kann man in der Regel in eine Armee reinpacken. Die Helden könnt ihr dann auch ernennen als Statthalter innerhalb eurer Städte. Die Helden haben genauso wie euer König, wenn die XP, Erfahrungspunkte sammeln im Kampf, Skills, die ihr denen zuweisen könnt. Und dadurch könnt ihr eure Helden spezialisieren und könnt ihr entweder als kampfstarke Helden machen oder als solche, die als Statthalter besonders effektiv sind. Jetzt nochmal zum Thema Forschung. Eben erklärt, ihr beginnt mit ein paar Startbüchern, mit einer Startauswahl an Zaubern, die ihr machen könnt. Ihr gebt Forschungspunkte aus, jede Runde. Das war eben im Spiel die lila Ressource ganz links oben. Auf der Hauptmap, und diese Forschungspunkte gibt er halt aus, um allmählich Forschung freizuschalten. Welche Forschungen sind Zauber? Also jede Forschung schaltet einen Zauber für euch frei. Das kann ein Zauber sein, mit dem ihr eine einzelne Stadt boosten könnt, dass die mehr Produktion oder mehr Nahrung gibt. Das kann ein Zauber sein, den ihr strategisch wirkt, um euch einen anderen Bonus zu geben. Das kann ein Zauber sein, den ihr in den Taktikkämpfen, der euch in den Taktikkämpfen dann zur Verfügung steht, mit denen ihr feindliche Einheiten oder Armeen schwächen oder auf der Strategiekarte eure Einheiten boosten, heilen könnt. Große Auswahl an verschiedenen Zaubern. Welche möglich sind, ist jeweils gekoppelt an eines dieser Bücher, die ihr habt. Bücher schaltet ihr, die fortgeschrittenen, die Basisbücher schaltet ihr dadurch frei, dass ihr halt bei der Generierung der Fraktion euch spezialisiert habt. Weitere Bücher schaltet ihr dadurch frei, dass ihr Bücher der Stufe 1 eine bestimmte Anzahl habt, dann könnt ihr später ein Buch der Stufe 2 wählen und so weiter. Und die Bücher schalten euch jeweils ein Pool zur Verfügung von 5 Zaubern, die ihr erforschen könnt. Immer dann, wenn euch angezeigt wird, hier, eine neue Forschung ist durchführbar, sind aber erstmal nur 3 Forschungen, 3 Zauber im Pool. Das ist zufällig bestimmt aus den Büchern, die ihr habt. Ein Zauber klickt ihr an, da braucht ein paar Forschungsrunden, dann ist ein neuer Pool da mit neuen Zaubern, der euch zur Verfügung steht. Falls ihr der Meinung seid, die 3 Zauber, die gerade aus dem Pool mir angeboten werden, da ist keiner dabei, der mir gefällt, könnt ihr klicken auf Bitte neu auswürfeln. Das kostet euch extra Ressourcen, dann steht euch eine neue Auswahl zur Verfügung. Dazu gibt es noch eine zweite Art von Forschung, sind die sogenannten Affinitäten. Da gibt es 4 Arten von Affinitäten. Die seht ihr, ja, hier sieht man es oben rechts beispielsweise, da sind 3 Affinitäten schon aufgeführt, es sind die Symbole ganz rechts oben. Und je nachdem, mit welcher Fraktion ihr halt startet, habt ihr in diesen Kategorien mehr oder weniger Affinitätspunkte, die pro Runde bei euch dazukommen. Und für diese Affinitäten gibt es wiederum einen extra Forschungsbaum. Das geht von der Mitte aus in verschiedene Zweige hinaus. Und ihr bekommt dann, wenn ihr halt bestimmte Schwellen an Affinitätspunkten in einer Kategorie bekommen habt, die Möglichkeit, einen Bonus freizuschalten. Auch das kostet Imperiumspunkte. Auch das sollte gut überlegt sein. Nicht jede dieser Affinitätsbonusse einfach wild anklicken. Manche sind allerdings sehr nützlich, zum Beispiel, dass man die See befahren kann, dass man mit seinen Einheiten an die Küste ziehen, die dann wassern kann und in der nächsten Runde mit ihnen weiterziehen kann, beispielsweise. Ja. Oder Stadtlimit auf hochtreiben und so weiter und so fort. Ein wichtiger nächster Punkt, Diplomatie, und danach kommen wir zu den Kämpfen. Bei der Diplomatie trefft ihr halt die großen KI-Charaktere auf der Karte. Die können euch, vor allem wenn ihr sehr erfolgreich gespielt habt, anfangs sehr reserviert gegenübertreten. Ihr seid ja sehr, sehr mächtig, misstrauen die euch.
Dann haben die erstmal einen schlechten diplomatischen Start, habt ihr dann bei denen. Und ihr könnt die umgarnen, umschmeicheln, Geschenke geben. Ihr könnt allerdings auch den Konflikt zuspitzen. Ihr könnt so eine Art Groll erwerben, ähnlich wie bei Civilization. Also Kriegsgründe, durch die ihr die fremden Herrscher, andere, dritte Herrscher, nicht so schnell verärgert, wenn ihr diese Fraktion ja angreift. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Dann sind auf der Karte noch verteilt sogenannte Plagen. Das heißt, dann spawnt, bisweilen spawnt in einer Provinz eine kleine Armee. Die Provinz selber ist rot markiert, leuchtet ein bisschen auf. Und dann wisst ihr, wenn ihr dort in den nächsten 9 Runden beispielsweise nicht für Ordnung sorgt, dann wird dort in dieser Provinz immer wieder neue Einheiten spawnen, die die Umlande massakrieren. Dann viel sie schnell rübergehen und diese Plagen ausräumen. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Jetzt kommen wir zum Kampfsystem. Oberirdisch oder halt unterirdisch ist im Prinzip ähnlich. Das heißt, oberirdisch läuft es dann so ab, beispielsweise auch hier alles in Hexfelder unterteilt. Ihr zieht, der Feind zieht abwechselnd. Erst zieht ihr eure Einheiten bei dem Feind. Ihr könnt eure Truppen beliebig ziehen. Ihr könnt mit der einen Einheit ein Feld ziehen, mit der anderen zwei, dann zur ersten wieder zurück. Je nachdem, wie viele Aktionspunkte euch insgesamt dafür zur Verfügung stehen. 2 Aktionspunkte könnt ihr ausgeben fürs Ziehen. Ihr könnt fürs Kämpfen 1 bis 3 Aktionspunkte ausgeben. 3 stehen euch insgesamt pro Runde pro einer zur Verfügung. Ihr könnt puzzeln, wie ihr möchtet. Das ist ähnlich gelöst wie bei Spellforce Conquest of Eo und auch ähnlich wie bei den vorigen Edge of Wonders Teilen. Ihr könnt Gegner flankieren. Dann habt ihr einen speziellen Flankierungsbonus im Kampf. Ihr habt Fernkampfeinheiten, ihr habt Support-Einheiten, ihr habt magische Einheiten, ihr habt Nahkampfeinheiten, ihr habt Kavallerie-Einheiten, die einen Sturmangriff durchführen können. Je mehr Geländefelder Anlauf die haben, desto größer ist der Schaden. Und Fernkampfeinheiten gilt, auch bei den magischen Einheiten, die magischen Fernkampf machen, dass je näher ihr dem Feind gegenübersteht, desto höher ist die Trefferwahrscheinlichkeit. Die wird also sehr komfortabel und gut angezeigt durch einen Prozentwert über dem Kopf der feindlichen Einheiten. Wir müssen ein bisschen puzzeln, ziehe ich nah ran, eventuell weniger Punkte noch übrig, um Kämpfe durchzuführen. Bleib weiter hinten, kann ich aus der Entfernung mit geringerer Wahrscheinlichkeit zu treffen schießen, aber kann mehr Angriffe durchführen. Ihr müsst auch darauf achten, dass ihr eine Sicht habt auf den Feind. Es gibt Geländehindernisse und fremde und eigene Truppen können auch die Sicht versperren auf die Feindeinheit. Habt ihr allerdings eure eigenen Nahkampfeinheiten direkt vor dem Feind stehen, also wirklich ein Feld davor, manche Nahkampfeinheit versperrt euch dann nicht die Sicht auf den Feind, nur wenn die irgendwo dazwischen halt steht. Ja, da gibt es vielfältige Möglichkeiten zu puzzeln. Da freue ich mich sehr drauf. Das werden wir auch alles gemeinsam erleben. Auch den Untergrund werden wir entdecken über spezielle Portale, über so Höhleneingänge. Könnt ihr in die Unterwelt runterlaufen, könnt dann dort rumrennen und euch dann dort auch alles anschauen. Es gibt wirklich sehr viel zu erleben. 2. Mai 2023 kommt das Spiel raus. Wie gesagt, ich empfehle unseren Gutscheincode bei Games Planet. Ich werde das Spiel mit euch gemeinsam rauf und runter spielen, wenn ihr möchtet. Freue ich mich sehr drauf. Wird, glaube ich, ein Highlight schon mal in diesem Strategiespielejahr im Jahr 2023.